Age of Wonders 4 habe ich in den letzten Tagen ausgiebig spielen können und ich kann euch so viel sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Age of Wonders 4 ist eine hervorragende Umsetzung der Age of Wonders Serie und bringt in das Genre auch wieder mal einige coole neue Sachen mit rein. Ich zeige euch in dem Video die wichtigsten und interessantesten Bestandpunkte des Spiels, damit ihr euch selber entscheiden könnt, ob es was für euch ist oder nicht. Das erste Age of Wonders erschien übrigens bei uns im Jahr 1999, in den USA sogar bereits 1997. Und wenn wir mal überlegen, das sind in der Zwischenzeit doch relativ beachtliche 26 Jahre, in denen die Serie bereits existiert. Teil 2 erschien im Jahr 2002, Teil 3 dann 2013 und mit Age of Wonders Planetfall gab es im Jahr 2019 dann einen kleinen Ausreißer aus der Fantasy-Serie hinein in ein fiktives Zukunftsszenario. Man kann übrigens auch sagen, dass die Age of Wonders Serie immer sehr positiv angenommen wurde. Sowohl Teil 1, 2, 3 als auch Planetfall haben überwiegend positive Kritiken erhalten und sich durchaus positiv verkauft. Deswegen war natürlich auch Teil 4 für Age of Wonders keine große Überraschung. Zu Spielbeginn können wir eines von ein paar vorgefertigten Szenarios auswählen, welche wir übrigens lustigerweise selbst dann noch ein bisschen anpassen könnten, indem wir auf Reiche anpassen gehen und dann zum Beispiel noch ein bisschen Geografie ändern oder Zoneneigenschaften. Ihr könnt auch direkt von Anfang an eure eigene Karte erstellen, dabei wählt ihr dann zum Beispiel aus, welche Kontinentform ihr habt, Eigenschaften, ob es ein spezielles Reich geben soll und viele andere Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel welche Fraktionen auf der Karte kämpfen sollen, wie schnell das Spiel abläuft und wie die Kämpfe ablaufen. Das Ganze gibt bereits jetzt relativ viele Anpassungsmöglichkeiten und sollten für jeden Spieler ermöglichen, ein Szenario seiner Wahl und für seinen liebsten Schwierigkeitsgrad zu basteln. Zu Spielbeginn können wir von einer aus 19 bestehenden Fraktionen auswählen, wir können aber auch unsere eigene erschaffen. Dabei können wir aus einer von 10 Rassen auswählen und denen dann eigene Vorteile, Nachteile, Kulturen und ähnliches zuweisen, was quasi euch dann jedes Mal ein neues Spielerlebnis in Age of Wonders 4 geben sollte. Was auch direkt auffällt, es gibt verschiedene Eigenschaften unter anderem. Es gibt zum Beispiel einen dunklen Mond und einen hellen Mond. Das wird relativ wichtig im Spiel später. Das bestimmt nämlich, wie ihr auf andere wirkt, ob ihr positiv oder negative Auswirkungen habt. Was auch noch gleich auffällt, sind die Affinitäten. Jedes Volk und jede Eigenschaft hat eine spirituelle Affinität und die könnt ihr später im Spiel dann quasi fokussieren oder dann zum Beispiel auch verschiedene wählen. Die geben euch nämlich im Spiel dann massive Boni, die ihr freischalten könnt. Forschungen funktionieren über Bücher. Bücher ist quasi das, was das Spiel so ein bisschen am Laufen hält und bestimmt, in welche Richtung ihr euch magisch entwickelt. Bücher sind außerdem auch mit zusammenhängend zu euren Affinitäten, die ihr oben rechts im Screen findet. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Materium-Affinität mit 5 Punkten, das bedeutet, wir haben hier relativ viel von und haben einen Punkt in Natur-Affinität. Dann gibt es die Bücherbibliotheken, die bestimmen halt eben auch, welche Affinitäten wir eigentlich haben. Wir haben jetzt das Buch des Gesteins auf Stufe 1, was uns quasi insgesamt 5 dieser Punkte gibt und dann haben wir zusätzlich dazu noch die Möglichkeit im Laufe der Forschungen, nämlich alle 4 Forschungen, ein weiteres Buch freizuschalten. Wenn wir uns zum Beispiel dafür entscheiden, als nächstes erneut ein Buch der sogenannten Materiumsaffinität zu wählen, ist die Chance hoch, dass wir eine höhere Stufe bekommen. Höhere Stufen schalten bessere Forschungen frei, die uns stärkere Boni in der Schlacht oder der Kampagnenkarte geben, die wir dann quasi per Zauber freischalten können. Außerdem bekommen wir dann hier auch wieder mehr Affinität zugewiesen und diese Punkte, die wir dort bekommen, sind eben relativ wichtig, denn die nutzen wir, um später Reichsboni freizuschalten. In dieser Kampagne haben wir bereits Bücher und Fertigkeiten freigeschaltet, die uns 7 Astralaffinität geben, 5 Schattenaffinität und Einordnungsaffinität. Wenn wir dann hier oben auf die Reichsentwicklung klicken, sehen wir einen kleinen Baum. Dieser Baum hat insgesamt 7 Zweige. Jeder dieser Zweige wächst abhängig von der Anzahl eurer Affinität und der untere generell. Jeden Punkt, den ihr quasi hier freischaltet, bekommt ihr auch automatisch hier unten mit dazu. Also quasi jeder Punkt Affinität, der auch in einen dieser Zweige reinläuft, läuft automatisch in diesen Hauptzweig rein. Deswegen heißt er auch allgemein
Ja. Ansonsten zum Beispiel unsere 7 Astralaffinität geben uns jede Runde 7 in diesen Baum. Das heißt, sobald wir die benötigte Anzahl an Imperiumspunkten haben, können wir dann neue Fertigkeiten freischalten. Wir sehen zum Beispiel, das kostet hier 200 Imperiumspunkte, bringt uns allerdings jedes Mal Wissen, wenn eine Einheit ihren Rang erhöht. Bei Ordnungsaffinität gibt es zum Beispiel hier den Punkt, dass wir einen Flüsterstein bekommen. Und den Flüsterstein spreche ich jetzt hier ganz gezielt an, denn der ist enorm wichtig. Oben links seht ihr natürlich die Forschung. Die könnt ihr erhöhen durch Außenposten und eure Städte sowie Vasallen. Und dann haben wir die Reichsautorität. Mit denen können wir zum Beispiel unseren eigenen Städten die Bevölkerung anziehen und damit die Bevölkerung erhöhen, beziehungsweise schneller erhöhen. Wir können, wie gerade eben schon gesehen, Reichsentwicklung fokussieren. Wir können aber auch hergehen und können zum Beispiel von Vasallen oder, wie es hier sind, neutrale Städte die Zustimmung erhöhen. Denn mit Städten ist es quasi so, das sind erstmal generell freie Städte, aber natürlich möchte jeder was von denen. Manchmal beginnt ihr im Krieg, müsst dann Gold zahlen oder nach einer Weile warten, dass Frieden existiert und dann könnt ihr einen Flüsterstein geben. Flüstersteine habt ihr zu Spielbeginn einen, könnt aber im Laufe der Zeit durch unterschiedliche Möglichkeiten weitere dazu bekommen. Ein Flüsterstein sorgt dafür, dass Runde für Runde die Meinung ansteigt und ihr ein festeres Abkommen mit ihnen schließt. Das kostet euch ansonsten generell nichts, aber ihr könnt die Gefolgschaftstreue stärken, was quasi dann im Austausch zu Imperiums macht, natürlich dann die Meinung verbessert und dann schneller zu einem Vasallenpakt führt. Vasallenpakte selber unterteilen sich dann auch nochmal in verschiedene Stufen. Mit jeder Stufe bekommt ihr mehr Boni und ganz zum Schluss könnt ihr sogar die freie Stadt annektieren. Das kostet so zwischen 200 und 500 Reichsentwicklung, abhängig von Größe und Stärke der Stadt. Natürlich buhlen auch andere Spieler um diese Städte. Grundsätzlich ist es aber so, die erste Nation, die es schafft, einen Vasallenpakt mit einer freien Stadt einzugehen, bekommt sie auch. Die anderen Städte verlieren automatisch den Anspruch, haben aber noch die Möglichkeit, euch den Krieg zu erklären, weil ihr denen quasi die freie Stadt geklaut habt. Das wäre dann quasi ein Krieg um eine freie Stadt. Was auch relativ wichtig zu wissen ist, freie Städte geben euch als Vasallen dann auch zum Beispiel Zugriff auf seltene Ressourcen, sogenannte magische Ressourcen. Magische Materialien findet ihr überall auf der Karte und um sie zu besitzen, müsst ihr irgendwie Anspruch drauf bekommen, sei es später durch Vasallenstädte oder durch eigene Außenposten und Städte, deren Provinzen ihr in die Region der magischen Materialien erweitert. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Arcanium-Erz, das befindet sich auf der Weltoberkarte und das gibt uns, wenn wir es besitzen, jede Runde 10 Bau und 10 Mana. Außerdem ist die Rekrutierung für Einheiten 25% billiger. Das Ganze hier ist zum Beispiel Mana, bekommen wir hier natürlich mit drauf. Aber wichtig ist, dass es muss natürlich hier dann für die 10 Bau, damit wir die bekommen, müssten wir hier natürlich eine Stadt haben oder was bauen. Ansonsten ist es jetzt nicht so, dass diese 10 Bau global wirken. Dann habt ihr auch schon was weiteres gesehen. Genau, auf der Karte gibt es natürlich viele kleine Punkte, die interessant sind. Es gibt zum Beispiel diese Höhlen zum Untergrund. Das sind die, wo wir uns dann hier oben rechts mit einem Klick auf dieses kleine Symbol in den Untergrund bewegen können, wo eine komplett neue Welt auf uns wartet. Dann gibt es überall so kleine Ereignisse, sei es diese neutralen Armeen, die Schätze oder Orte bewachen. Es gibt manchmal so kleine Lager, die ihr plündern könnt. Es gibt Wachtürme, wo ihr quasi gucken könnt, was so in der Umgebung ist. Und es gibt auch immer wieder Events und kleine Quests. Wir sehen hier zum Beispiel eine. Dieser Kollege ist der Meinung, dass wir böse sind, was wir sind. Das sorgt dafür, dass er sich zur Mission gemacht hat, uns die Fresse zu verprügeln. Wir können diese Mission grundsätzlich auch ablehnen, dann würde der zwar nicht spawnen, aber unsere Städte würden uns hassen, weil wir quasi feige Idioten sind. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt, mit unserem Boss Meng zu ihm hin zu plündern und ihm auf die Schnauze zu hauen, damit wir die Quest quasi erfolgreich abschließen. Auch freie Städte können euch Quests geben, dann geht es zum Beispiel darum, ihnen zu helfen, jemanden zu schlachten, ein kleines Wolfsrudel platt zu machen oder andere Missionsziele abzuschließen, die euch dann in eben jener freien Stadt Punkte bringen, die den Fortschrittsbalken erhöhen. Hier sehen wir übrigens auch die Stufen des Vasallentums. Die Vasallentumstufen gibt es insgesamt 7 Stück, von ganz einfachem Vasallentum bis zum höchsten Vasallentum. Höchsten Vasallentum würden die uns 50% ihrer Einnahmen geben, die magischen Materialien teilen, können wir jetzt bitte, Dankeschön, 5 zur Vasallenmobilisierung beitragen, Handelskosten verringern sich und wir könnten die Stadt natürlich auch integrieren. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich die Mobilisierung.
Für jeden Vasallen, den wir haben, bekommen wir Mobilisierungspunkte. Aktuell zum Beispiel 5. Und das bedeutet, wir können alle 15 Runden für 5 Punkte Einheiten rekrutieren. Die kosten natürlich trotzdem Unterhalt, sind aber ein schöner Boost, weil ihr die nicht rekrutieren müsst und die euch quasi auch direkt zur Verfügung stehen. Rein theoretisch könnt ihr das Ganze auch wieder beschleunigen, indem ihr hier die Vasallenmusterung aktiviert. Geht es in dem Fall nicht mehr, weil die Mobilisierung quasi schon kurz bevorsteht. Wenn ihr ganz rauszoomt, seht ihr auch die große Übersichtskarte. Hier in unserem Fall sehen wir die zwei anderen Mitspieler. Gold ist mit uns sogar verbündet. Das sieht man zum Beispiel daran, dass wir ihre Gebiete sehen. Und wenn wir hier oben gucken, sehen wir natürlich auch die Meinungen. Wenn wir da einen Doppelklick drauf machen, sehen wir, dass die Reichsbeziehungen freundlich sind. Die Verhandlungen im Diplomatiefenster sind, wie ich persönlich finde, anfangs ein bisschen verwirrend, da vieles über Verhandeln läuft und man jetzt eigentlich denken würde, das hier sind die Aktionen, die man machen kann, aber es gibt hier oben nochmal Buttons, die ihr drücken könnt. Zum Beispiel können wir jetzt hier ein Bündnis vorschlagen oder weitere Abkommen treffen, wie Grenzschließung, geteilte Sicht beenden, Provinzanspruchspakt oder Teleporterakt. Können jetzt hier ein Bündnis vorschlagen, in dem Fall möchten sie nichts haben, weil die Beziehungen so unfassbar gut sind, dass quasi keine weiteren Forderungen gestellt werden. Den klicken wir jetzt hier einfach drauf und sind verbündet mit Mishara, die Strahlende. Ansonsten ist das Diplomatiefenster so, wie man es gewohnt ist. Wir sehen auch noch Außenposten unserer Feinde. Die sind ja hier rot mit ihren ganzen Armeen. Und wir könnten natürlich auch hier wieder einen Doppelklick drauf machen und würden dann vor allem feststellen, Entschuldigung, da machen wir hier oben einen Doppelklick drauf, Dankeschön, dass die uns natürlich hassen. Minus 710 Beziehungen. Und wenn wir jetzt hier verhandeln wollen würden, würde ich mal sagen, ihr werdet zu unserem Vasallen. Und die haben es auch wirklich angenommen. Okay, damit sind die jetzt unser Vasall geworden. Und wir sind die mit Abstand mächtigste Stadt im ganzen Spiel. Problem ist nur, Pharos findet das in unserem Fall zum Beispiel nicht so toll. Denn die sind der Meinung, dass das eine schlechte Entscheidung war. Oder hatten irgendwelche anderen Probleme mit unseren neuen Vasallen und uns deswegen den Krieg erklärt. Wenn eure Stadt oder euer Außenposten wachsen, und das tun sie entweder, wenn ihr zum Beispiel bei euren Außenposten ein neues Gebäude baut, oder wenn ihr eure Städte einfach neue Bevölkerung hinzufügt, könnt ihr umliegende Provinzen integrieren. Und diese Integrierung funktioniert relativ simpel. Wir wählen quasi eine Provinz aus und wir wählen auch direkt aus, was wir in dieser Provinz haben möchten. Wir können zum Beispiel in der Provinztyp Hütten bauen, Steinbrüche, Förstereien, Minen oder Forschungsaußenposten. Grundsätzlich finde ich die Idee sehr gut. Es ist sehr einfach. Wir annektieren das Ganze, können entscheiden, hier zum Beispiel, wir wollen hier Weideflächen haben. Und da man Außenposten später zum Beispiel auch mit Städte umwandeln kann, wie ihr sehen könnt, können wir hier für 200 dann eine Stadt gründen. Was ich übrigens total lustig finde, dass es falsch übersetzt ist, aber ist noch eine Frühzugangsversion, kann sich noch bis zum Release ändern. Und dann bekommt natürlich die Stadt auch gleich diese ganzen Boni, wie zum Beispiel 13 mehr Nahrung, die das Bevölkerungswachstum erhöhen. Ansonsten ist das Bausystem sehr, sehr einfach. Wir haben zwei Buttons für Bauwerke einmal. Da seht ihr zum Beispiel auch gleich dieses kleine Symbolfeil verstärkt. Verstärkt bedeutet, ihr habt in der Provinz eine bestimmte Anzahl von Gebäuden eines bestimmten Typs gebaut. Hier zum Beispiel zwei Steinbrüche, was dafür sorgt, dass das Gebäude billiger zu bauen ist. Und zwar sinken die Kosten beim verstärkten Gebäude um 30%. Und das ist doch durchaus ein beachtlicher Unterschied. Ihr seht, wir haben jede Menge verstärkte Gebäude, die wir noch bauen können. Und die sind natürlich dann billiger und empfehlenswerter. Grundsätzlich könnt ihr vieles in die Warteschlange reinsetzen, wird dann nach und nach abgearbeitet. Und das Gold müsst ihr aber sofort bezahlen. Weiter unten gibt es dann noch die Möglichkeit der Einheitenrekrutierung. Je nachdem, welche Forschung ihr erreicht habt, könnt ihr natürlich dann mehr rekrutieren. Mit dem Klick auf dieses Zahnrad-Symbol gibt es dann noch Einstellungsmöglichkeiten, Provinzübersicht, Gebäudeübersicht. Übrigens könnt ihr auch zum Beispiel hier ändern, was da steht. Also ihr könnt zum Beispiel Forschungsaußenposten abreißen und ersetzen durch zum Beispiel eine Farm. Ihr könnt bei den Einstellungen zum Beispiel hergehen und einen Flüsterstein reingeben. Wir hatten ja noch einen über. Das sorgt dafür, dass dann zum Beispiel die Stadtstabilität steigt. Und eine hohe Stadtstabilität sorgt dafür, dass die Meinung besser ist und natürlich auch mehr Boni bringt. Zum Beispiel auf höchster Stufe 80 bis 100 gibt es 15% mehr Einnahmen durch Produktion, Einberufung und Nahrung. Wenn ihr natürlich sehr negative Situationen habt, dann verringern sich die Einnahmen und die Provinz kann sich sogar von euch lossagen. Ihr könnt auch noch den Stadtnamen ändern, als Vasallenstadt freigeben, zerstören oder zum Beispiel den Thron übertragen. Auch wichtig ist immer, dass Statthalter jeder Stadt zugewiesen sind. Die geben eurer Stadt nämlich nochmal nette Boni. Dann gibt es auf dieser Karte noch ein weiteres Feature, das nennt sich nämlich Gräber oder generell alte Wunder. Alte Wunder geben euch brutale Boni, solltet ihr diese besetzen durch eine Region, die ihr dann quasi habt, Außenposten oder Stadt, nachdem ihr sie gesäubert habt.
Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Bronze, Silber, Gold. Ein Totenkopf ist Bronze, zwei ist Silber und drei ist Gold. Umso höher das Ganze, desto schwieriger natürlich die Schlacht. Auf höchster Stufe kämpft ihr gegen Elite-Einheiten Stufe 4, die euch kalt machen, ehe ihr mit der Wimper zucken könnt. Auch wichtig, maximal eine einzige Armee kann ein altes Wunder betreten. Bedeutet, ihr könnt nicht mit mehreren Armeen gleichzeitig in einer Schlacht beitreten, was zum Beispiel auf der Open World geht. Und ja, richtig gehört, wir können auf der Weltkarte mit verschiedenen Armeen in einer Schlacht kämpfen, wir müssen nur die Armeen in die Nähe der Schlacht führen. In dieser Situation sehen wir zum Beispiel, unsere Einheit ist dann noch drei Felder entfernt, kann aber trotzdem bereits in die Schlacht mit eingreifen. Das sorgt dafür, dass wir jetzt nicht nur mit ihm angreifen, sondern auch noch mit den Jungs unten. In der Schlacht hat man verschiedene Möglichkeiten, automatischer Kampf, manueller Kampf oder sich zurückziehen. Grundsätzlich ist der manuelle Kampf deutlich effektiver als der automatische Kampf. Automatischer Kampf gibt euch immer mehr Nachteile, mehr Verluste, als es im manuellen der Fall ist. Das Ganze funktioniert so, dass sich immer Armeen komplett auf einmal bewegen. Das heißt, jetzt bewegt sich unsere Armee des Feindes, dann bewegt sich unsere Armee. Wir können auch Zauber wirken. Dabei stehen uns alle Zauber zur Verfügung, die wir erforscht haben, die uns in einer Schlacht zur Verfügung stehen. Wir haben außerdem bereits eine Affinität des Reichs freigeschaltet, dass wir zum Beispiel bereits in der ersten Runde zaubern können. Hier wählen wir den Kettenblitz aus und schleudern den auf unsere Feinde. Hat schon mal gut Schaden gemacht. Danach können wir unsere Einheiten alle bewegen und je nachdem, welche Einheiten es gibt, haben diese auch verschiedene Eigenschaften. Arkanmagier greifen zum Beispiel mit Fernkampfangriffen an, Phantomkrieger greifen nur im Nahkampf an und unser Held hat aufgrund seiner ganzen Fertigkeiten, die er auch schon freigeschaltet hat und seiner Waffen, viele, viele Eigenschaften. Zum Beispiel ebenfalls Blitzherausforderung, was AOE-Damage macht, wir können Einheiten heilen und, was noch viel cooler ist, wir können sogar Tote wieder auferstehen lassen durch Wiederherstellung oder zum Beispiel 40 Heilung aussprechen. 40 Heilung ist enorm stark, das ist meistens so, zum Beispiel bei denen hier, fast die Hälfte des Lebens. Und so haben verschiedene Einheiten quasi verschiedene Sinne und Missionen und Aufgaben in einer Schlacht. Sollte euer Held sterben, wird dieser nach ein paar Runden in der Hauptstadt wiederbelebt. Ansonsten muss ich, glaube ich, zu Schlachten nicht allzu viel sagen. Das System kennt man in der Zwischenzeit und ich glaube, Neulinge gibt es jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr so wirklich in dem Genre. Wichtig ist allerdings auch noch zu wissen, wir haben hier unten immer Aktionspunkte, je nachdem wie viele Aktionspunkte wir haben, umso mehr können wir noch machen. Ihr seht zum Beispiel, wenn ihr euch bewegt, verlieren wir Aktionspunkte. Man braucht mindestens einen Aktionspunkt, um noch einen Angriff ausführen zu können. Ansonsten könnte man einfach in eine Verteidigungsposition gehen. Und in der Verteidigungsposition zum Beispiel profitiert auch hier in dem Fall unser Anführer, da dieser Schildwall auch in umliegende Provinzen Auswirkungen hat. Ich greife jetzt hier übrigens trotzdem nochmal kurz an, und zwar mit Zauberblitz. Ihr seht auch immer gleich, wie hoch die Trefferchance ist, zum Beispiel hier in dem Fall 80%. Und ihr seht auch immer durch das leicht graue Schimmern, wie viel Leben der Einheit abgezogen werden würde. Wenn ein Totenkopf aufploppt, würde die Einheit quasi in dem Fall sterben. Sterben feindliche Einheiten, steigt eure Moral und die des Feindes sinkt, was dazu führt, dass ihr eine höhere Crit-Chance bekommt und der Feind niedrigere Werte hat. Bis zur Flucht. Es gibt auch verschiedene Siegbedingungen. Ihr könnt einen militärischen Sieg erlangen, einen Expansionssieg, einen Magiesieg oder einen Punktsieg. Dann gibt es natürlich noch die Aufträge, die euch eben Vorteile bringen, wenn ihr sie gewinnt. Und es gibt Ziele, zum Beispiel eine neue Stadt gründen oder ein altes Wunder annektieren. Eure Helden sind auch wirklich sehr stark anpassbar. Mit einem Rechtsklick aufs Charakterporträt sehen wir dann zum Beispiel sein Inventar. Und wenn wir zum Beispiel in Schlachten oder auf der Karte Ausrüstungsgegenstände finden, könnten wir ihnen die geben. Wir haben hier vor allem Waffen immer gefunden. Und es gibt auch häufig die Möglichkeit, neue Reittiere auszuwählen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Donnervogelreittier. Davor hatten wir ein Pferd. Aber das ist nicht alles. Wir können auch das Aussehen anpassen und das ist wirklich gigantisch, wie ihr hier sehen könnt. Da gibt es enorm viele Möglichkeiten. Und Fertigkeiten gibt es alle 5 Stufen eine Spezialfertigkeit. Diese Spezialfertigkeiten sind enorm stark und spiegeln auch das Wachstum und das Stärkerwerden eures Helden wider. Außerdem gibt es jede Stufe einen Aufstieg. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, wir möchten jetzt hier Unterstützung erlernen oder wir möchten eher auf Kampfmagie gehen oder auf Kriegskunst. Auf der Kampagnenkarte selber können wir übrigens auch Zauber wirken. Das Ganze können wir hier über dieses kleine Sternsymbol machen. Da sehen wir zum Beispiel Zauber, die wir strategisch wirken können. Strategische Zauber sind die, die wir auf der Kampagnenkarte machen können und dafür brauchen wir Weltkarten-Zauberpunkte. Wenn jetzt ein Zauber mehr als diese 65 Weltkarten-Zauberpunkte braucht, würde es zum Beispiel hier in dem Fall 2 Runden dauern, bis wir diesen Zauber wirken können.
Taktische Zauber sind die, die wir in der Schlacht wirken. In der Schlacht haben wir ebenfalls Zauberpunkte zur Verfügung, die sich allerdings nicht regenerieren. Das heißt, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Zaubern in einer Schlacht zur Verfügung. Wir können aber diese Zauberpunkte im Laufe des Spiels durch verschiedene Ereignisse, Forschungen oder Gebäude erhöhen. Strategische Zauber haben zwei große Eigenschaften. Entweder sie machen direkten Schaden oder sie beschwören eine Einheit. Das dritte, was es noch geben würde, wären aktive Zauber. Die wirkt ihr, für die zahlt ihr permanenten Unterhalt, aber die geben euren Einheiten in der Schlacht oder euch auf der Kampagnenkarte Vorteile. Zum Beispiel hier, Speereinheiten haben eine höhere Geschwindigkeit, rasender Fokus verbessert Kampfmagier-Einheiten, Unterstützungseinheiten, was den Schaden verursacht, und Schriftrolle der Anpassung gibt Anpassungssternenklingen, was für jeden Zauber die Werte erhöht, was bis zu dreimal stapelbar ist für Schildeinheiten und Kampfmagier-Einheiten, wo wir auch immer gleich sehen, wie viele es davon jeweils in einer Armee von uns gibt. Das Ganze kostet zwar Unterhalt, aber wir können es auch jederzeit wieder beenden, falls wir mal die Ressourcen benötigen. Ansonsten gäbe es jetzt noch so Sachen wie Musik, die finde ich gut gemacht, ist stimmungsvoll und passt zum Szenario. Die KI verhält sich größtenteils nachvollziehbar. Das Einzige, was ich persönlich ein bisschen kritisch finde und was mich immer die ganze Zeit ein bisschen gestört hat, dass man viele Symbole auf der Karte nicht richtig anklicken oder ansehen kann. Ich habe manchmal einfach das Problem, dass ich nicht genau weiß, was ist das jetzt. Man sieht es zum Teil nicht richtig, man übersieht es auch gerne mal. Und was ich auch noch ein bisschen schade finde, ist, dass man Einheiten nicht mit dem Klick auf die Flagge auswählen kann, sondern wirklich nur mit dem Feld, auf dem sie sich befinden. Da würde ich mir auf alle Fälle wünschen, dass man irgendwann auch nochmal mit dem Klick auf die Flagge diese Einheit auswählen kann oder halt mit dem Klick auf die Einheit selber, weil immer auf die das Feld unter der Einheit zu klicken, war mir vor allem in Schlachten dann teilweise etwas zu nervig, vor allem wenn viele Einheiten auf dem Haufen sind oder sich Wälder und andere Gegebenheiten auf der Schlachtkarte befinden, ist es äußerst nervig, wenn man dann immer gucken muss, dass man den Boden erwischt. Ansonsten macht das Spiel grafisch, was es machen muss. Es ist kein Hingucker, aber es ist auch nicht hässlich, es erfüllt seinen Zweck. Die Musik ist stimmungsvoll, die Schlachtenanimationen sind gut, das Spielprinzip und das Spielgefühl waren sogar sehr positiv und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Titel wie Age of Wonders heute. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass es nicht überkomplex ist. Man kann alles innerhalb weniger Stunden erlernen und dann geht es darum, das Ganze gut möglich anzuwenden und zu perfektionieren. Manchmal sind Spiele etwas zu komplex und haben zu viele Möglichkeiten. Muss nicht immer sein und ich finde Age of Wonders 4 geht hier einen sehr, sehr guten Weg. Ihr habt zwar enorm viele Möglichkeiten durch freie Städte, Flüstersteine, Forschungen, Zauber und die ganzen Missionen und Quests, aber das überschlägt einen nicht. Die Reichsentwicklung ist nochmal ein schöner Basiszusatz, einfach nochmal einfach eure Reichweite anzupassen und auf euren Spielstil zuzuschneiden. Und dann das sogenannte Einstellungssystem ist auch nochmal eine coole Möglichkeit, eure Eigenschaften und Events weiter anzupassen, wie ihr spielen möchtet und was für Auswirkungen das auch wirklich dann auf eure Spielweise hat. Eine letzte Sache gibt es noch. Umso mehr ihr Age of Wonders 4 spielt, desto mehr Punkte schaltet ihr frei und dann gibt es hier oben rechts im Menü Mein Pantheon. In diesem Mein Pantheon, warum auch immer das wieder nur Stufe 1 ist, aber gut, ist es so, dass ihr neue Sachen freischalten könnt, die, wie hier zum Beispiel alles, euch Möglichkeiten geben, neue Waffen und Aussehen für eure Charaktere freizuschalten. Also quasi für eure Helden. Hier schaltet ihr zum Beispiel viele Anpassungsoptionen frei. Es gibt allerdings hier auch noch neue Waffentypen für verschiedene Helden. Und hier auf der linken Seite haben wir neue Karten, wie zum Beispiel Gefrorenes Reich, Reich der Stadtstaaten, Urtümliches Reich und so weiter. Dafür benötigt ihr eine bestimmte Pantheon-Stufe, um diese Reiche freizuschalten. Grundsätzlich finde ich das negativ, dass solche Sachen an Fortschritt gebunden sind, aber es ist vielleicht auch einfach eine Möglichkeit, die Leute weiter ein bisschen zum Spielen zu motivieren. Grundsätzlich, Age of Wonders 4 ist ein sehr gutes Spiel. Ich hatte viel Spaß damit und ich kann nicht abwarten, was wir langfristig für neue Inhalte, Karten, Missionen und mehr bekommen werden. Ich finde, der Preis ist gerechtfertigt und für Fans der Serie ein Pflichtkauf. Für Fans des Genres, denke ich mal, gibt es hier ebenfalls nicht viel, was sie falsch machen können. Und deswegen würde ich hier das Ganze mit einer runden 7,5 von 10 abwerten. Ich würde vielleicht sogar fast sagen 8 von 10, aber muss ein bisschen Luft nach oben lassen, weil man kann immer was verbessern. Ansonsten euch allen jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, hoffe, das Video hat euch geholfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.